Ja, schönen guten Metal, Leute. Ich bin's wieder, euer Ani. Meine lieben Freunde, was ist passiert? Ich mach mal hier Ding. Ding, so. Es ist eine ganze Menge passiert, meine lieben Freunde. Und weil ich euch das nicht alleine erzählen möchte alles, weil irgendwann wird der Ani hier vielleicht auch mal zu langweilig, habe ich meinen lieben guten Freund eingeladen, den Fuddel. Grüß dich, Fuddel. Metal, Leute. Ich sitze eigentlich immer noch hier, also ich bin gar nicht eingeladen worden, sondern ich habe eigentlich ein Date gehabt mit dem lieben Alfred. Aber ich sitze dann immer noch hier, sozusagen verlassen worden. Mit dem Quasi Action-Alfred? Nächstes Jahr angenommen. Der Action-Alfred, meinst du? Ja, genau, der Action-Alfred. Ah, ihr habt Seven vs. Wild reacted gerade, ne? Ja, wir haben es wieder mal geschafft, fast 3 Stunden, passt schon. Ja, ihr seid auch zwei Dullis. Ja, eben. Ihr seid auch zwei Technik, Dullis. Technik ist auch immer ein Problem. Ja, stimmt. Sonst wird man diese Starter nicht immer 3-4 Mal aufnehmen müssen, bis mal alles funktioniert. Du, das Leben ist hart, aber ungerecht, weißt du? Ja. So gleicht Ja, sich das ja. aus. Ja, manchmal verliert man, manchmal gewinnen die anderen. Genau. So, was ist passiert? Es wurden, ja, für uns noch letzte Nacht, wir nehmen das Ganze in der Nacht von Samstag zu Sonntag auf. Warum? Eben, weil ich ein Technik-Dulli bin. Wenn ich das erst Sonntagmorgen aufnehmen würde und es dann irgendwie eine halbe Stunde später hochladen wollen würde und ich baue da irgendeinen Scheiß rein oder so, dann bekommt ihr euer Matt nicht und das kann ich nicht verantworten. Das geht einfach nicht, das kann ich meinem Gewissen nicht klar machen. Deswegen nehmen wir das immer Samstag spät abends auf. Nachdem hier Alfred und Fuddel, die beiden Dullis, ihr Seven vs. Wild gemacht haben, habe ich mir schnell den Fuddel geschnappt. Und ich habe gesagt, Fuddel, komm, lass mal hier zusammen machen. Ja, was ist passiert? Ausnahmsweise. Es wurden eine Es Menge wurden. Kanäle weggemeldet. Genau. Also angefangen hat es mit den Restreamern. Hat es Inge, wirklich alle Ranger, erwischt, glaube ich. Spiegellord, Influencer, der kein Winklers Mensch mehr Liste. ist. Winklers wisst ihr doch nicht, oder? Ja, doch, doch. Nein. Glaub schon. Ja, ich habe gerade mal geschaut. Ja, ich finde noch nicht. Junge, ist das ein Der ist weg. Scheiß. Ein Dreier gibt's. Ein Winklers Liste 3 ist da, hat jetzt 80 Abonnenten. Ja, schaut sehr schlecht aus. Das Restreamer hat es mir auf jeden Fall gekickt. Dann hat es auch Content Creator wie zum Beispiel Captain Metal, was ich gar nicht verstehen kann, gekickt. Ich Mit verstehe es auch seinem. bei Winklers Liste nicht. Der hat das Ding ja zurechtgeschnitten. Das war ja sein eigenes Werk geworden dann. Keine Ahnung. Ja, wir können schauen, ob Ren dann hochladen noch da ist. Ich bin gerade dabei. Ja, der ist da. Der hat da, noch alles alles. gut. Ja, zum Glück. Wahrscheinlich wegen dem Rahmen. Vielleicht, ich weiß es nicht. Ich wünsche auf jeden Fall allen Leuten, die es erwischt hat, ich hoffe, ihr bekommt eure Kanäle wieder. Ich hoffe, ihr habt Erfolg. Ja. Miese Miese, Sauerei. Ja. Ich hoffe, es wird mich morgen nicht erwischen oder übermorgen oder so. Ja, wir haben noch. Was Ich traue mir jetzt die gar nicht mehr erwähnen, wer noch alle da ist und wenn ich feiere. Nicht warte mal. damit dann ich der Schuld bin, Nee, dass die auch warte nicht mal. Warten wir mitkickt. mal lieber ab. Warten wir mal lieber ab, was noch Ja, kommt. warten wir noch. Weil Warte ich hätte mal einen neuen gefunden, aber den traue ich mir jetzt nicht mehr ansagen jetzt so in der. machen wir vielleicht nächste Woche. Ah. Wenn es mich nächste Woche noch geben sollte, machen wir es nächste Woche. Ja, dann wird es wahrscheinlich egal sein, weil die werden das einmal in einer Welle killen und dann Na, wir werden sehen, wahrscheinlich nichts ob mehr. die vielleicht noch mehr finden oder was, man weiß es nicht. Aber Ja. ey, wir machen ja unser eigenes Ding hier. Ich mache hier meinen eigenen Content. Ja? Ich reacte, das ist auf YouTube nicht verboten. Ich mache daraus meinen eigenen Content, mein eigenes Werk und ja. So ist es. Ne? Naja, bei mir gibt es halt schon viele Angriffspunkte. Stimmt. Also, aber solange es deinen Account gibt, werde ich meinen wieder kriegen. Das passt schon. Jedenfalls wenigstens ein paar Abos davon. Gut, Leute, ich würde sagen, wir sind im Sonntagsmatt. Das waren so die News, die traurigen News. Ihr wisst, ihr kennt unseren Deal, wenn ihr das Sonntagsmatt schaut. Schreibt bitte in die Kommentare, was ihr gerade macht. Ja, würde mich freuen. Das freut mich beim Sonntagsmatt immer sehr. Wenn ich auf dem Pott sitze und dann durchlese, so was ihr gerade macht. Es gibt einfach Pottbrüder, so, weißt du? Oder Pottkumpel, ja, Pottgeschwister. genau. Ja, Pottkumpels. Wir sind einfach beide gerade auf dem Pott. Ja, Ja. gut. Ich zum Beispiel, also auch wenn noch Samstag ist, also ich trinke gerade einen Red Bull, da habe ich natürlich einen Sponsorvertrag, ist eh klar. Hast du? Bin ja Österreicher. Achso, ihr habt automatisch alles, bekommt ihr mit der Ja. Geburt irgendwie, Mit ne? Ja. der YouTube-Mitgliedschaft kommt das, ja. Muss man auch immer erwähnen, die ganze Zeit. Bei jedem Ja. Österreicher so, stimmt. Ja.
Ja, bei uns 5 ist das überschaubar. Gut, Leute, ich würde sagen, wir gehen rein in den Rainer. Die Folge Direkt heißt rein. Drachenlord Folge 5, meine Drachenherren. Da kann ich mir gar nichts drunter vorstellen, aber gut, Ich kann mal werden wir hier sehen. den Drehdecker kurz rausmachen. Es sieht so aus, als würde er Kommentare vorlesen nur will. Aha, ja, das geht natürlich aus der Beschreibung gut raus, ja, Ja, verstehe. meine Drachenherren, da würde ich auch sofort rausziehen, der will Kommentare vorlesen. Ja. Unbedingt. Ja, das denke ich schon. Schauen wir mal, was kommt. Ich würde Ja. sagen, Abfahrt, let's go. Abfahrt. Und wir machen nur ein kurzes Video. Heute ist Sonntagsmatt. Sonntagsmatt ist nicht so lang. Ihr müsst hier heute Abend noch ready sein, um hier Alfred und Fuddel und Alfred zu gucken. Ne? Die beiden haben sich ja Alfred und Mühe Fuddel war gegeben. schon. Ja, ich nenne mich ja nicht zuerst, deswegen, ich bin ja nicht der Ja, du Alfred. bist ja gar nicht vor, du kommst ja gar nicht vor da Eben, drin, also genau, jetzt deswegen kann bitte. ich auch Alfred und Fuddel sagen, stimmt. Ja, So, jetzt schauen wir uns mal eben. an, was unser Reini hier zu sagen hat. Ich finde, er hat eine sehr schöne Frisur hier. Oder täuscht er? Ist ein Ein richtiger bisschen eine Bodybuilder auch, schöne ne? Dauerwelle hat er ja. Tja, ich würde mal sagen, meinen Herren hat es überhaupt nicht gefallen, wie du mit mir gesprochen hast. Das Intro brauchen wir jetzt nicht. Welche Herren, aber gut. Ich weiß es auch nicht. Metal-Leute, Servus und herzlich willkommen beim Drachenlord. Metal Reini! Ja, das Lange nicht gehört. Offensichtlichste erstmal vorab. Ich habe eine andere Frisur, wie man hier sehen kann. Kann man sehen? Kann Und sich auch. zeigt Also, aufs Ohr. wir haben sehr viel Schlimmeres gesehen in den letzten Ja, Jahren. ja. Das kann sich halbwegs sehen lassen. Auch beim Bart, würde ich sagen. Halbwegs. Ja, ich verstehe noch nicht. Er hat ja hier Bartwuchs eigentlich, ne? Hier so zwischen Unterlippe und Kinn. Ich verstehe nicht, warum er Ja. das hier immer rausrasiert, so in der Mitte. Ja, weil er halt diesen, weiß nicht, wie es das heißt, diesen Rausschmeißer-Bart gern hat. Ach Weiß so. nicht. Okay. Gibt's Da kommt er das? sich vor wie so ein Du nicht, Brudi, Du nicht, Bruder, Türsteher. kommst hier nicht rein. Kommst du da rein? Ich muss da noch ein bisschen dran feilen. Die habe ich jetzt da selbst geschnitten, ja. Wie Und immer. ich werde jetzt viel Haargel benutzen in der nächsten Zeit. Okay. Schlecht gealtert. Ich habe die selbst geschnitten. Ich werde wohl ein bisschen viel Haargel benutzen müssen die nächste Zeit. Und das ist Schönes irgendwann Ding. aus. Dass ich schön so einen 10-Liter-Topf kauft, was der war dann am Tag 3 aus und dann hat er nie wieder einen besorgt, ja. Wer Schönes kennt's Ding, nicht? Reini. Schönes Ding. Warum habe ich sie geschnitten? Der Hauptgrund ist, dass sie kaputt waren. Es war auch nicht der einzige Grund. Ich wollte immer wieder was Neues. Ich habe jetzt Zeit. Ich glaube. Deswegen hat er auch immer so viele Mullen am Start, weil er immer was Neues will, verstehst du? Sagt er immer, Ja. die eine wirft mit Kissen, die kann man nicht hier brauchen. Die Ja, andere, also an deren ich. fängt die Kippenschachtel nicht. Die nächste will nicht sofort springen, wenn er was sagt. Die andere Na, hatte das zu wollen sie viel. schon alle. Die andere Na, hatte zu viel das wollen Cola sie schon. dabei beim ersten Treffen. Es ist immer was. Es ist irgendwie ist ja immer was. Ne? Die Ja, Mehlspende ist ein bisschen missverstanden worden. es ist einfach Weiß mies, missverstanden ja. worden. Es waren Ja. einfach Missverständnisse und man hat das nicht ausdiskutiert am Ende. So, das kann dann. Sowas kann zu einer Trennung führen. Das ist sehr schmerzhaft. Und mir tut sowas immer weh. Glaube 7 Jahren oder was, oder seit 6 Jahren habe ich jetzt die gleiche Frisur gehabt und das hat mich jetzt echt abgekotzt, mal langsam. Ich habe die seit 6 Jahren, 7 Jahren jetzt wachsen lassen und das war mir jetzt. Er hat gerade eben so schön mit seinen Händen gearbeitet. Auch wenn er diesen nur nach, den Arm so nach links. Und jetzt sieht man wieder die Hände in den Hosentaschen. Also man kann es nicht sehen, weil das Bäuchlein ist ein wenig verdeckt. Aber ey. Ein Entertainer, der mit dem Publikum spricht, hat nicht die Hände vor der Brust verschränkt und nicht die Hände in den Hosentaschen. Das. Aber er ist freistehend. Man Ja, muss er. in kleinen Sachen bedenken. Ja, gut. Aber das ist Er halt steht. etwas, das er wissen sollte als Profi-YouTuber, dass man, wenn man mit der Community redet, dass man mit den Zuschauern agieren möchte, dass man die Hände benutzt und nicht da einfach so steht, Hände in Tasche, ich habe keinen Bock. Das ist der Eindruck. So, du kommst ja auch nicht zu einem Vorstellungsgespräch und hast die Hände in der Tasche. Das ist einfach nicht gut. Natürlich nicht. Einfach zu blöd. Ich lasse sie wieder wachsen, keine Sorge. Und in meinem Video.
Aber nicht mit dem Hagel da drin, Bruder. Wie er so lügend nach links oben wegschaut, wo man immer weiß, heutzutage jedenfalls, weiß man, dass danach auf jeden Fall, egal was er da jetzt sagt, nichts Das davon kam, stimmt. er hat aber auch den ganzen Kopf irgendwie gelähmt, alles die Haarwurzeln gelähmt, hat er eingecremt hier mit dem Haargel. Also da wächst, glaube ich, nichts zur Zeit. Videos könnt ihr zuschauen, wie sie wieder wachsen. Ich werde sie dieses Mal aber ein bisschen besser pflegen müssen. Es war auch das erste Mal, dass ich überhaupt so lange Haare hatte. Kleiner Fun Fact, das ist nie passiert. Er hat sie nie wieder so lang wachsen lassen. Und von Pflege habe ich auch nicht so viel mitbekommen, wenn ich ehrlich bin. Dann würde ich sagen, bevor wir groß rumlabern, fangen wir mit dem ersten Kommentar an. Also jetzt mal ohne Spaß. Nicht, dass das jetzt, ob das jetzt lustig war oder nicht, will ich gar nicht beurteilen. Aber die Rechtschreibfehler, die da waren, das hätte er, glaube ich, selber schreiben können. Ja, du hast recht. Ne, also, ich will ihm hier nichts unterstellen. Aber schauen wir uns das mal an. Kriege ich das irgendwie eine Sekunde Ja, geh zurück nochmal oder so so ein bisschen nur? zurück. Ja, ich versuch's gerade. So. Ja. Ja. Mobbingopfer, Essen groß und Ja. zusammengeschrieben, Afrika groß, Essen groß, Keine Beistriche, ist ja. mit keinem, mit SZ. Ja, das ist einfach nur weg. Es ist nicht gegessen worden, sondern es ist einfach, es ist weg. Satzanfang Ja. groß, Kommazeichen. Ey, ohne Spaß, ich weiß nicht, ich will ihm nicht unterstellen, dass er sich selbst Kommentare schreibt, die er dann kommentiert. Oder auf die Das er ist dann reactet. ja möglich, aber im Hintergrund sieht man ja auch das Bild von den Magic Eves. Allein Eves als Wort zu verwenden ist schon, also das spreche ich dem Rainer einfach ab, Ja, das kann sein. dass er diesen Namen, wenn man schaut, wie er halt Duncan zum Beispiel geschrieben hat, aber Eves hat keine Chance, dass er Ja. das richtig schreibt. Und außerdem ist das, dürfte das der Daniel Kübelböck gewesen sein, weil das ist ja hinten so Daniel der Zauberer aus seinem glorreichen Film, den er gemacht hat. Das Meinst heißt, du, das das schaut ein war bisschen ein... aus. Okay, habe ich nicht gesehen. Dass Afrika das Essen weg ist. Drachenlord, auf die Knie. Alles klar. Was? What? Drachenlord auf die Drachenlord auf Knie? die Alles Knie. klar. Okay. Wie einfach er damals so auf die Knie gegangen ist. Und das auch noch konnte. Schafft das wieder? Also das ist nicht auf die Knie gegangen. Junge. Nicht dein Ernst. Er Ach lässt jetzt so, hier und so jetzt einen kommt der Drachen als... Drache und verprügelt Ja. halt diesen Der Held. Ah, okay. Drachenlord hat... Der Drache hat gesagt, Drachenlord auf die Knie. Und dann Ja, zeigt er den Buckel. Jetzt, aber... ja. Wenn ich jetzt mal kurz zurückspulen darf. Moment. Wir schauen mal ganz kurz. Auf die Knie. Alles klar. Hier ist er jetzt. Und pass auf. Gleich springt Ja. er. Durch Magie. Vielleicht sind doch Magic Eves. Pass auf. Hast Ah du gesehen? ja. Der Schnitt war großartig. Der Schnitt war ganz großartig. Vielleicht ist er doch Magic Eves. Er hat sich einfach teleportiert. Aber das mit auf die Knie, aber das hat er vergessen, weil er wollte eigentlich. Jetzt wissen wir auch, warum er kurze Haare hat und warum die jetzt Junge. angekehlt sind, damit sie nicht verbrennen können, das ist ja klar. Also jeder Profi-YouTuber macht auch, während er redet, den Sound so auf minus 5 und wenn ein Special-Effekt eingeblendet wird, dann wird der Sound gleich auf minus 200, auf plus 200 gemacht. Damit die Leute Ja? wieder aufwachen, eh klar. Ja, Weil das genau. sind super teure Special Effects gewesen. Die Die waren müssen sehr beachtet werden. anstrengend. Da sollen die Leute das gefälligst genießen. Stimmt, die müssen beachtet werden. Also das war, weiß ich nicht. Also ich habe in Gothic 2 bessere Grafik gesehen. Und das war halt 20 Jahre vorher. Ja. Tja. Aber er benutzt seinen Arm. Ist Ich ja. würde mal sagen, meinen Herren hat es überhaupt nicht gefallen, wie du mit mir gesprochen hast. Fürs nächste Mal solltest du dir vielleicht. Junge, wie er schnauft, er ist gerade aus der Kniebeuge hochgekommen. Ja? Just saying. Ja, er ist ja Er ist nicht auf jetzt. den Knien gewesen, ja. Ja, er ist kein Marathon gelaufen. Und Und es etwas ist auch nach besser. wie vor ja ganz interessant. Es ist ganz interessant, wie er bis heute nicht ganz kapiert hat, dass der Drachenlord ja eigentlich der Lord über die Drachen sein sollte. Aber der Drache immer mehr wert ist als der Lord irgendwie. Ich glaube, er hat Das aber ist schon irgendwie auch. ein paar Mal in der Lore, nennen wir es mal Lore, Lore. hat er schon mal erzählt, dass er der Lord der Drachen ist. Also er über den Drachen steht. Es ist Ja. halt, wie es ihm gerade schmeckt. So, mal ist er Ja, über den ja. Drachen, manchmal unter den Drachen. Manchmal Ich ist habe er da auch ganz einfach mit den schlimm. Drachen. Ich habe da ganz schlimm die Monetarisierung im Blick mit den Abos.
wo die Ränge, weißt du, von Jungdrache bis Ja, zum Beispiel. Drachenmeister, und da ist auch Drache irgendwie Drache ist über Drachenmeister. Übermeister, so Ja, gesehen, ja. genau. Ränge hat er durchgespielt einfach. Ja, die Ränge-Spiel hat das er kommt. durchgespielt. Ja. Ey, das kann er halt gut. Da macht Ja, ihm so schnell keiner natürlich. was vor, ne? Das ist. Plot-Twists sind das. Ja, er baut da einfach Plot-Twists an. Für diese Spannung, weißt du? Für diese Spannung. Ja. Einen Tonfall angewöhnen. Kommentar Nummer 2. Guck mal hier. Arme offen und er redet mit den Leuten. Das ist richtig. Profi. Ja, das ist richtig. Wieso bekomme ich nie eine Antwort auf meine Frage? Ich musste jetzt wirklich hingucken, ob er gekommen falsch geschrieben hat, oder ob er das falsch Altes. vorgelesen hat, oder ob das falsch Ich meine, das geschrieben ist relativ alt. Es kann schon sein, dass damals die Rechtschreibung noch nicht erfunden war, weil der Drachenlord ist schon so alt. Aber Halleluja, da kauft euch doch bitte einen Puppen oder einfach was. die Rechtschreibung noch nicht Das ist erfunden, so richtig nämlich. schlimm, alles davon. Und da ist ja Boah, extra ein ey, Dulli-Dinger Kaplan, rausgeholt. was hast du überhaupt gefragt? Ich habe keine Frage gefunden. Erst behaupten, ja, nur Frage und so weiter, und dann ist keine Frage da. Das Einzige, was ich von dir gefunden habe. Rainer, wenn du eine Frage finden willst, musst du diese Frage auch suchen. Ja? Rainer hat gesagt, er hat keine Frage gefunden. Er hat nicht gesagt, dass er danach gesucht hat. Rita hat es aber schlauer gemacht, hat dann immer dazu geschrieben, Hashtag frag zum Beispiel den Luftlord. Genau, Hashtag fragt bitte, hier die Hashtag bitte mit Hashtag fragen. Ja, klar. War irgendein Kommentar von wegen, ich habe Durchfall. Oh, ja. Im Ernst Das hat der jetzt? andere reingeschnitten. Nee. Guck mal. Ups. Naja, vielleicht auch nicht. Das will ich einfach nochmal sehen. Das will ich einfach nochmal sehen. Hab, war irgendein Kommentar von wegen, ich habe Durchfall. Ich weiß auch nicht, warum das jetzt kam. Das hat jetzt keinen Sinn gemacht. Ey, du hast nur das und das geschrieben. Hey, das Weißt hat du. jetzt überhaupt keinen Sinn gemacht. Aber es war super guter Goa-Dancer da, wo er so mit den Er, es Händen ist, so wie, wie, es wie ist einfach sein Industrial Dance Video. Es ist macht. einfach, Ja, ey, ohne, er kann nur dieses eine Ding so mit seinen Händen und er glaubt, und das ist Headbanging. cool. Er glaubt, das ist cool. Headbang kann er. Kann man Ja, ihm Maria, nicht. und Headbanging, Ja, Headbang kann er. Und ja, das hier, was er für Tanzen hält, das macht er zu jeder Musik immer den gleichen Tanz. Immer. Du kannst sehen, dass die Füße immer so linkes Bein, rechtes Bein, Klick, rechtes Bein, linkes Bein, Klick, linkes Bein, rechtes Bein, Klick. So läuft jeder seine Tänze ab. Alles, egal was. Du könntest ihm Ave Maria vorspielen, er wird genauso tanzen. ja, gut, ich meine, ich kann auch nur Walzer, aber es ist nicht so, dass ich das irgendwie machen würde vor der Kamera. Aber die beiden Pistolen, wenn so. Ha! Yes, baby! Und die Ja, Hände verschränken. die waren schon Das nice. nächste Ja, das Profi-Ding. macht man wieder nicht, siehst du? Kommentar Nummer 3. Hat er gerade den Travolta gemacht? Er hat gerade den Ja. Travolta gemacht, oder? Ja. Stark. Super ehrliches Video. Aber viele wie ich hoffen, dass du die Trolle nun endgültig vergisst. Deine Videos sind ohne die viel besser. Meiner Meinung nach. Weiter so. Woher möchte er denn bitte wissen, dass seine Videos ohne dass er die Trolle erwähnt, besser sind? Ich habe nämlich nur ganz wenig Videos davon gesehen, bis gar keins. Weil die werden überall erwähnt. Ja. Hier, guck mal, jetzt geht er in die Fechtstellung. Ne? Ja. Eine Hand auf den Rücken. Jetzt lässt er sich den Degen geben. Und jetzt geht's los. Ich werde mir alle Mühe geben, dass du mir auch weiterhin ehrenhaft folgen kannst. Ob er den Satz Aha. mal, hat er den Satz einfach mal selber nachgehört? Dass Ich man ihm weiß nicht, aber ehrenhaft folgen kann? Das ist. auf jeden Fall dann plötzlich eine Gun in der Hand. Er ist draufgekommen, dass Schießen doch besser ist als Fechten. So, da bin ich noch nicht. Bei mir steht da noch nichts. Echt? Bei mir zeigt es sich schon an. Genau der Schnitt war das. Okay. Warte mal. Ja, es war Kommentar schon Nummer 4. geiler. Ah ja, okay, alles klar. Und da ist sie. Ja. 4. Du kannst nicht sprechen. Du kannst nicht schreiben. Du kannst nicht lustig sein. Nice. Er kann aber auch nicht joggen. Als Beispiel. Ich sag das nur als Beispiel, ja? Geh arbeiten. Vielleicht machst du dann was aus deinem Leben. Das war Ja, ein und guter Tipp. Leider keine Frage. das wird er natürlich auch ständig tun, ja? Es geht irgendwo in eine Firma, so wie er das mal erzählt hat.
Er ist zu langsam fürs Laufband, wird dann in die Standbohrmaschine geschickt. Dafür ist er auch zu langsam, wird dann in die Nachtschicht geschickt auf dem Lager. Und davon wird dann natürlich der Chef, eine Woche später. Er wurde dreimal strafversetzt, bis er der Chef wurde auf einmal. Dann geht die Firma X. Ja, das ist genau so. Harte Arbeit. Okay, mach ich. Ja, tschüss. Tschüss, Reini. Tschüss. Du machst aber so lange bitte meine Videos weiter. Danke. Rainer, meiner Meinung nach wäre das ganz gut für dich gewesen. Wenn jemand anders seine Videos einfach machen würde. Das wäre total gut. Er hätte seinen Account einfach versteigern können an irgendwen, hätte nur 10 Euro ausgefasst und hätte damit das in Eis kaufen können und dann ein Bewerbungsgespräch führen. Zum Beispiel. Ja. Kommentar 5. Was soll das denn jetzt bitte? Was soll hier diese... Ist es irgendwie so ein durchsichtiger, so ein transparenter Sternenzerstörer oder was? Er hat eine Seifenblase eingeblendet. Ja. Einfach das ganze Universum in den Händen. Guck mal hier, was ich kann. Junge. Ich kann Adobe After Effects. Die Standard-Templates. Yeah! Finde ich gut. Drache. Instant like. Jetzt, wenn jetzt irgendjemand gefragt... Pass auf, wenn jetzt jemand gesagt hätte, finde ich schlecht, Drache, instant dislike, hätte er gesagt, ja, was findest du denn schlecht? Du musst schon sagen, was du schlecht findest. Mal gucken, ob das Gleiche auch kommt bei, das finde ich gut. Tja, ich weiß zwar nicht wirklich, was du gut findest. Ja, verdammt, er sagt's wirklich. Hat er mich outplayed. Oh je. Aber ich danke dir dennoch. Kommentar Nummer 7. Failure. Ja, es war Kommentar Nummer 6, nicht 7. Failure. Der Kommentar ist, der Käsekuchen ist exquisit. Der Käsekuchen ist exquisit. Es gibt Käsekuchen? Boah, geil, wo gibt's den Käsekuchen? Beim Beck. Ach, du verarschst mich doch. Du hast doch gar keinen Käsekuchen. Haltlose Unterstellung. Vielleicht nimmt er den Ofenkäse einfach kalt und sagt, es ist Kuchen, ich weiß es nicht. Also es war einfach eine haltlose Unterstellung, finde ich jetzt. Vielleicht hat der ja Käsekuchen. Plus 5 für die Hater. Toll, jetzt habe ich Hunger auf Käsekuchen. So war nicht das erste Mal. Toll, jetzt dass sich der Rainer noch bewegt hat. Da geht das ein Bild, da kommt wieder Rainer, da kommt gar nicht mehr mit. Jetzt habe ich auch Hunger auf Käsekuchen. Kommentar Nummer ich erinnere 7. dich. Drache, hast du abgenommen? Also ehrlich gesagt, nein. Seit dem Winteranfang habe ich eigentlich weder zu noch abgenommen. Ich hatte zu Weihnachten ein paar Kilo mehr, als ich vorher hatte, aber die habe ich eigentlich wieder runter. Also will der mich veräppeln jetzt? Ich habe weder zu noch abgenommen. Ich habe also erst zugenommen und dann habe ich abgenommen. Das hat er jetzt gesagt, oder? Ich habe seit Winteranfang weder zu noch abgenommen. Und zu Weihnachten hatte ich ein bisschen mehr, aber die habe ich wieder runter. Heißt in einem Satz... Ich habe weder zu noch abgenommen, dann habe ich erst zugenommen und dann abgenommen. Aber gerade im Winter hat er gesagt, dass er abnimmt. Dann hat er natürlich im Sommer gesagt. Im Sommer, im Sommer nimmt er 30 Kilo ab. 50 mindestens. 30. Na, 30. 30 easy, ohne Bewegung. Und im Winter, da schläft er nur oder so. Winterschlaf. Ja, genau. Einfach Winterschlaf halten. Im Prinzip, nein, ich habe eigentlich nicht abgenommen. Ich habe mein Gewicht eigentlich seit Winteranfang gehalten. Nice. War das jetzt sexy? Ja. Gut. Kommentar Nummer 8. Wieso bist du nach 2 Sätzen immer schon außer Puste? Ich predikte jetzt, was passieren wird. Er wird einen Satz sagen und dabei wird er immer machen. Provokation ist das. Weil das für, in Rainers Kopf ist das einfach sehr lustig. Ja, ist es. Ist in Rainers Kopf einfach sehr lustig. Tada! Glaskugelecke am Stissel! Ja, also wird schwierig, komm schon. Das könnte daran liegen, dass ich... Dass du sowas witzig findest, Reini. Fett bin. Aber es könnte auch daran liegen, dass ich wegen Kommentaren wie deinen ständig einen zu hohen Blutdruck habe und deswegen mehr schnaufen muss, damit mein Blut besser den Sauerstoff durch meinen Körper transportieren kann, weil solche Arschlöcher wie du einfach zu selten sind. Weil die zu selten sind? Was hat denn der Seltenheitsgrad damit zu tun? Was hat der Gehstock, der Krückstock damit zu tun? Ohne Spaß, das ist einfach. Das ist das Ding von seinem Opa bestimmt.
Ja, der hat gespawnt da gerade. Einfach von seinem Opponenten so eine Plastikdiegel und ein Gehstock. Warum? Ja. Wie passt denn das zusammen, bitte? Ich weiß nicht, weil denn die goldene Luca vom Rudi nie gefunden hat. Wie passt denn das zusammen? Ein alter Gehstock. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Und eine Plastikpistole. Aber er ist schon sehr, sehr gewaltbereit damals noch gewesen, ha? Ja, ja, wie wenig der Vergebungslord, der damals noch war. Ja. Da war er noch kein gütiger Gott. Ja. Kommentar Nummer 9. Wie kann ein so mutiger, selbstloser, bescheidener und ehrgeiziger Typ nur so viel... Hier, du siehst hier halt direkt, dass es ein Trollkommentar ist. Ja, klar. Besser als wie Jesus. Hashtag unbegreiflich, besser als... Hashtag besser als wie Jesus. Hashtag Metal-Drachen-Army verfügt über ABC-Waffen. Unbegreiflich. Ein so mutiger, selbstloser, bescheiden. Wie der richtig geschrieben ist alles. Das ist also auch nicht vom Rainer. Das würde wieder passen. Er hat keinen besonderen Namen, er hat kein ja, Bild drin kein und so. Kein Bild. Ja, ist so. Ja. Ob Rainer das Hashtag Metal-Drachen-Armee verfügt über AC-Waffen vorliest? Werden wir sehen. Hashtag unbegreiflich. Endlose Hashtag, mega endlose Hashtag. Aha. Ja, wie ist es denn her? Endlose Hashtag, mega endlose Hashtag. Meine Güte. Ach, Reini. Also, ich habe keine Ahnung. Ich schätze mal, es liegt daran, dass man es einfach nicht jedem recht machen kann. Ist leider so. Kommentar Nummer 10. Den Kommentar hast du nicht gelöscht, weil er geschrieben hat, dass du ihn löschen wirst. Umgekehrte Psychologie, sagt Reini immer. Ja. Nur eine kurze Randinfo. Ich habe schon Kommentare gelöscht, bei denen das ebenfalls stand. Ich habe schon Kommentare gelöscht, da war ich noch gar nicht auf der Welt. War das jetzt gerade um die Hälfte jemand... leiser? Ja, warum auch immer. Das ist also eine Stimme aus dem Off, wer später ja, aber gesprochen hat. Ja. So machen Profi-YouTuber das, weißt du? Ja, aber er hat das immerhin hat er noch... Er hat sich Mühe gemacht, ja. Ja. Hat aufgepasst an einem Drachenlord. Wo schreibe ich denn das hin? Warte mal, ich habe eine Idee. Mutter, wo ist mein goldenes Buch und mein goldener Stift? Reini, ich bin nicht mehr in der Schanze. Du hast mich rausgeschmissen, zusammen mit deiner Schwester. Ich wohne jetzt bei meinem neuen Lover. Reini, hast du das vergessen? So wird die Mutter antworten, Bruder. Habe ich weggeworfen. Du meintest doch, das würdest du sowieso nie brauchen. Blöd gelaufen. Oh, das war die Knubbi-Stimme. Das war die TS-Fake-Stimme, nice, oder? Ren hat damals schon gemeint, er braucht niemals Stift und Papier. Einfach nice. So, das war's mit diesem Drachenlord für diese Woche. Ich hatte eigentlich vor, ein Top-5-Video zu machen. Da ich das zeitlich aber... Gestern, die Leute, die auf Twitter waren, haben es mitbekommen. Ich war gestern Abend ziemlich abgefuckt und habe dann keine Lust mehr gehabt, noch ein Skript zu schreiben. Heute wie viel Skript der damals auch geschrieben hat, ne? Wahnsinn. Ja, anscheinend keine, weil sonst hätte er das Video gemacht. Hatte ich keine Lust, nochmal ewig ein Skript zu schreiben, weil ich dafür wieder stundenlang gebraucht hätte. Ah, was steht hier jetzt? Hier kurz gesagt, das Video war letzte Woche geplant. Drachenlord-Videos kommen ab sofort nur noch alle 2 Wochen. Er hat gemerkt, wenn er sich selber gar nichts mehr antut, dann muss er auch nichts mehr machen. Das passt. Und das ist genauso geschrieben wie die ersten 2 Hater-Kommentare. Also, ich weiß noch, sehen. Wie er damals mit Drachenlord angefangen hat. Ich reagiere auch gerne auf diese Classics. Und wie gesagt, ja, Drachenlord wird also jetzt also 2, 3, 4 Mal mindestens die Woche kommen. 4 Mal mindestens. Und hier... ist er einfach 2015? Ist er einfach. Es kommt nur noch ein Video alle 2 Wochen. Von 4 Mal die Woche auf alle 2 Wochen ein Video. Ja, so wie nachher halt auch die Dragon Mondays, die halt am Dienstag oder gar nicht kommen. Wir können ja nicht jedes Monat einen Monday haben. Ja, ist wirklich. Also, Mondays, ist wirklich nix. Mondays sind aber auch rar geworden. Ja. Ah, jetzt hat er das nicht einmal vorgelesen. Das Kommentarvideo ist jetzt ein bisschen weniger mit Effekten und so weiter belegt. Vielleicht...
Er hebt gerade die Handtuch, damit er die. Er will die Kugel wieder machen und er hat sie nicht eingeblendet. Nein, vielleicht kommt sie noch. Du warst zu schnell, glaube ich. Du hast zu schnell passiert. Okay, 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 okay. Vielleicht hier diese Kugel und so weiter. Oder das mit dem Drachen. Entweder die Kugel noch den Drachen eingeblendet. Ich schneide mir ein, Alter. So mit Anzeige, das ist so gut, Alter. Wenn man sich auf irgendwas verlassen kann, dann auf Rainer, Alter. Bei diesen Sachen. Aber ich wollte es ihm vorher nicht absprechen. Ich habe gedacht, vielleicht lass mich nur eine Sekunde. Ein Backschuhe nicht mehr, das ist so geil. Hier diese Kugel oder jeder Drache, und beides nicht da. Ach, die Güte. Ja, ja, war erfolgreich. Hätte sie mir lieber ein Skript geschrieben. Scheiße, ich kann nicht mehr. Ja, dann wart mal kurz. Das ist ja kein Problem. Ja, ja. Ah, Leute, ey, tut mir leid. Ich konnte nicht mehr. Ey, mir tut das ganze Gesicht weh vor Lachen einfach. Hier, diese Kugel. Keine Kugel da. Ich weiß mal das andere Video, wo er damals das Feuer zeigen wollte, so. Und dann zeigt er seine Hand und sagt, oh yeah. Und da war nix. Das Feuer hat vergessen einzublenden. Er guckt auf seine leere Hand. Oh yeah. Ja, super. Kack. Oh Mann, ich bin echt am Heulen jetzt, ohne Spaß. Okay, super. Lass uns weiter, es ist nicht mehr lange. Komm. Ja, ich sehe mal rum. Wir schaffen das. Ich glaube an uns. Ja. Aber ansonsten habe ich jetzt keinerlei Effekte mit eingefügt. Ja, du hast jetzt gerade auch keinerlei Effekte eingefügt. Jetzt spricht er gerade mit der Regie, was er über sein verstecktes Mikro. Ja. Hey, Regie. Regie, vergesst nicht, den Drachen und die Kugel einzublenden, ja? Bloß nicht. Ist ein bisschen blöd, habe jetzt auch kaum was anderes gemacht, aber ich arbeite noch dran und ich möchte in Zukunft richtige Zwischenvideos machen. Daran arbeite ich im Moment noch, aber ohne Kugeln und Drachen, das ist ganz wichtig. Diese Finger sind so komisch bei ihm. Das ist stressig für mich. Es ist beruflich und privat momentan ein ziemliches Chaos bei mir. Rainer, du hattest zu dieser Zeit schon keinen Beruf mehr. Das hast du und auch kein Privatleben. Na, das sowieso. Er hat ja damals schon gesagt, dass er mit, ich glaube 2013 oder 14 wollte er nur noch von YouTube leben. Ja. Ja. Und er erzählt trotzdem hier. Ja, ne? Er erzählt trotzdem hier 2015 erzählt er was von seinem Beruf so. Kannst du ja auch nicht ausdenken. Was dafür sorgt, dass ihr das natürlich alle mitbekommt jetzt gerade, dass ich die Softboxen besorgt habe und so weiter und so fort. Mit dem Video hier, ja, es ist wahrscheinlich qualitativ vom Greenscreen her ein bisschen besser als sonst, aber ansonsten... Muss ich auch zugeben, also vom Greenscreen her ist es okay. Ne? Ist witzig, der einzige Profi-YouTuber, der mit der Zeit schlechter wurde. Ja, wirklich wahr. Statt besser. Ist so. Ja. Das ist heute auch nicht besser. Es tut mir wirklich leid, aber... Ich habe jetzt immer eine neue Softbox, nächsten Monat kommen nochmal drei dazu und dann passt zumindest... Dass er wirklich gedacht hat damals, dass Softboxen einfach sein Video besser machen. Naja, heller ist halt besser, weil seine Glühbirnen oben halt alle ranzig waren, damals schon. Ja, das aber glaube ich schon, dass es irgendwie besser macht. Ja, aber du brauchst nicht vier Softboxen. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Der Greenscreen, dann kann ich auch noch mich auf andere Sachen. Ich brauche gar keine. Ich möchte das Format hier weiter ausbauen. Ich möchte meine anderen Formate weiter ausbauen. Schauen wir mal, wo uns das Ganze hinführt. Wenn er das mal weitergemacht hätte, einfach so ein Format weiter auszubauen. Nein, er hat 50.000 neue Formate angefangen, die er dann später wieder abgebrochen hat. Und dann wieder angefangen hat. Und dann wieder angefangen. Wieder angefangen und wieder abgebrochen. Ja, so nämlich. Und wo wir vielleicht in einem Jahr stehen. Ich danke euch fürs Zuschauen, hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, Leute. Ciao. Weißt du noch, wie viele Abos er da hatte? Nee, weiß ich jetzt gerade nicht aus dem Kopf. Okay. Aber ich habe eine andere Idee. Warte, ich pausiere mal eben. Da sind wir wieder. Rainer hat gerade gesagt, wo wir in einem Jahr stehen. Und ich dachte mir... Er steht nicht.
Ja, er steht nicht. Nein, er steht. Wir können auch mal das Bild einblenden. Das hier ist fast auf den Tag genau, ein Jahr später. Es sind nur 364 Tage, nicht 365 Tage. Das hier ja, gut. ist, ja, wir können sagen, ein Jahr, ziemlich genau ein Jahr später. Ich würde sagen, er ist hart in die Breite gegangen. No Fat-Shaming jetzt, das muss jeder selber wissen. Aber ist er auch erfolgreicher? Hören wir uns doch mal an, er ist hier nämlich gerade in einem Stream. Auf YouNov, oder wie das heißt. Lel. Hören wir mal rein. Nur ein paar Sekunden. Was war für eine verdammte Schelle? Juno, ohne Scheiß, kommst du noch klar? Kann mal jemand... Er spricht hier gerade eine Seite an, ja, mit du. Naja, er war damals ja auch der Held von Juno, ne? Muss man schon sagen. Das erinnert also, mich an... An Homer aus The Simpsons, als er Fanbriefe geschrieben hat und schreibt halt den Film an und nicht die Schauspieler. Lieber Die Hard, ich hoffe, dir geht's gut. Kann mal bitte jeder versuchen, einen Moderator hier reinzubekommen? Ich will mit den Moderatoren sprechen, was das... Er will mit den Moderatoren sprechen. Der Einzige, der nicht dafür gesorgt hat, dass ein Moderator reinkommt, ist er. Könnt ihr mal bitte springen, wenn ich was sage? Ja, dankeschön. Für eine Scheiße schon wieder war gerade. Moderator, wenn du da bist, schreib mir mal sofort da oben rein, ich will das jetzt... Moderator, schreib mich sofort an. Ich befehle es dir. Du hast zwar die Befehlsgewalt über diese Seite, die mein Grundeinkommen sichert, aber ich befehle dir trotzdem. Damit ich mir dieses Monsterkapper leisten kann. Genau. Und diese Zigarette komisch rauchen kann. Und dass war ich das nach rechts meinen Stinkefinger irgendwo hinzeige. Wenn ich habe übrigens immer noch nicht mehr Softboxen. Gottverdammte Scheiße gerade schon. Interessiert und heute schon wieder. Das kann doch nicht sein. Also wir haben jetzt nur kurz reingeschaut, ne, was ein Jahr später ist. Die Internetleitung ist sehr viel stabiler, wie man merkt. Ja gut, es ist live. Damit ist ja wahrscheinlich ja, ein Jahr stimmt. vorher nicht anders gewesen. Ja. Aber es ist live und er kann halt nichts mehr schimpfen. Mehr. Das Mikrofon ist sehr viel besser. Lull. Ja, ja. Sein Körperbau ist sehr viel besser. Ja. Er hat ein Käppi und einen Ring. Ja, und er hat eine grüne Jacke, die ein bisschen zu dem gelben Käppi oben passt. Stimmt. Und ja, die tragenden Poster sieht man halt, das hat man vorher nicht gesehen, weil vorher er noch einen Profis-Greenscreen gehabt und das hat jetzt alles verpfiffen. Ein Jahr später braucht er keinen Greenscreen mehr. Ja, Leute, das ist dann ein Jahr später draus geworden. Er hat ja gesagt, wir wollen mal schauen, was ein Jahr später draus wird. Das hier. Ja, der ist gut gewandelt. Ja, entwickelt. Finde ich auch. Absolute Entwicklung. Da ist der Rainer digitiert. Zumindest eine Wesene. Ist reinitiert. So, Leute. Jetzt aber auch gut. Es ist nur ein Sonntagsmett. Wir sind schon bei wir sind bei fast 40 Minuten. Junge. Weil es ist Sonntagsmett nur 20 Minuten. Muss ich Überstunden aufschreiben jetzt? Muss ich dir berechnen, leider. musst du mir berechnen? Ja. Okay. Ja, passt. Okay. Gut, möchtest du zuerst die Verabschiedung machen? Ja, wünsche noch einen schönen Sonntag. Erholt euch alle gut. Montag geht's ja wieder Gas. Für einen Dragon Monday, ne? Für jeden. Und bin raus, würde ich sagen. Schönen Tag noch. Wiederschauen. Ja, Leute, wie gesagt, vergesst nicht unseren Deal. Ihr schreibt mir rein, was ihr gemacht habt, während ihr das Video geschaut habt. Dann vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank, Fuddel, dass du dabei warst. Dass du den Alfred für mich sitzen lassen hast. Ja, gerne. Ja, ansonsten, Leute, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Stream wieder. Bis dahin, werdet oder bleibt gesund. Passt gut auf euch auf. Ganz viel Liebe an euch. Michi off. Matane. Finger, fließen.